Kein Zins bei den Lebensversicherungen. Wie soll das weitergehen? Hallo zusammen, da ist der Christian von easyinsurance.ch. Heute mal nicht alleine wieder gesehen, sondern in guter Gesellschaft von diesen zwei Herren rechts respektive links von dir. Sie sind von der Firma neueanlagen.ch. Rechts von mir Sascha Huschler, ganz aussen der Thomas Wüttrich. Und wir führen heute ein Interview zu dem Thema, das ich vorhin kurz angesprochen habe, und zwar kein Zins bei Lebensversicherungen. Was gibt es für Alternativen? Und die Herren haben mit mir zusammen eine sehr interessante Alternative, die sie euch anbieten können. Und zwar geht es um das Thema Lebensversicherung. Das heisst, wir finden uns im 3-Säulen-Konzept. Da gibt es Video Sozialversicherungen von der Schweiz, wo ich das euch sehr gut erkläre. Und dort geht es eigentlich um das Thema 3a, respektive um den Sparanteil. Es wird viel in den Medien diskutiert, dass wir keinen Zins haben, dass wir viel zahlen, aber schlussendlich bleibt man an und es ist gleich viel, wie ausgezahlt wird, oder sogar weniger mit dem aktuellen Thema Minuszinsen. Darum habe ich die Ehre heute eingeladen und ich frage sie gerade mal eigentlich so ein bisschen als erstes, ihr habt eine Lösung. Wie funktioniert die? Wie nennt sich die? Könnt ihr die mal kurz vorstellen? Jawohl. Hallo miteinander. Wir haben eine Lösung. Wir sagen zu dieser Lösung das Edelmetall-Girokonto. Man kann sich das vorstellen wie ein Girokonto, nur hintendran kauft der Kunde physisch Edelmetall, Technologiemetall, seltene Erde. Hat physisch die Metalle eingelagert, das heißt, es ist kein Geldwert, sondern es ist ein reines Sachwert, wo der Kunde physisch an denen Metalle beteiligt ist, sprich sie gehören ihm und ist somit am Wertzuwachs beteiligt und hat so natürlich ist nicht von der Tiefzinsphase, wie man sie im Moment hat, beteiligt, sondern hat auch reine Sachwerte und ist an deren Wertentwicklung beteiligt. Gut, du hast jetzt gesagt, Girokonto. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das, wenn ich als Kunde das abschließe? Der Kunde kriegt wie ein Online-Konto, wo er mit seinem Benutzername und Passwort sich einloggen kann, wo er seinen Kontostand sieht, seine Anzahl von seiner Metalle sieht, Gold, Silber, Edelmetall, die ganzen sonstigen Metalle, die wir noch haben, kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Man sieht dort den aktuellen Wert, Performance und den aktuellen Kontostand. Gut. Gibt es einen Minimumbetrag, den ich einlegen muss? Oder muss ich das wie bei den 3a, bei den Versicherungen, monatlich Beitrag leisten? Ja. Wie funktioniert das? Ja, wir fahren da wirklich einen komplett anderen Weg. Weg von dem Sparzwang, wie man es von den Lebensversicherungen kennt. Bei uns fängt es an, mindestens monatlich Sparrate von 25 Euro. Ist aber kein Muss. Also wenn der Kunde sie sparen kann, kann er sie sparen. Wenn es mal nicht geht, setzt er einfach aus mit der Zahlung. Nach oben haben wir kein Limit. Und die einmaligen Zahlungen beginnen bei 500 Euro. Okay, alles klar. Jetzt bei den 3a Lebensversicherung generell wird immer mit dem Garantie geworben oder Überschussbeteiligung und so weiter und so fort. Gibt es etwas in so einer Form bei euch auch? Oder wie hoch ist das Risiko? Man muss natürlich immer aufpassen. Eine Garantie kostet immer Geld. Und am Schluss zahlt es immer der Kunde. Es hat keine Versicherung, keine Bank, keine Anlagefirma hat Geld zum Verschenken. Das ist, glaube ich, das, wo man mal die wichtigste Aussage. Und bei uns ist so, wir haben keine Garantie. Dafür haben wir nicht ein Blatt Papier, wo wir verkaufen oder Geldwert, sondern wirklich Metalle, wo der Kunde physisch im Eigentum hat, wo in Frankfurt im Zollfreilager eingelagert sind. Und der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die Metalle in Frankfurt anzulügen, sich ein Bild von seinem Bestand zu machen, von seinem Wert zu machen, kann die sich auch physisch heimliefern lassen. Das heißt, er kann sie auch in ein Bankschließfach oder in seinen Keller legen und somit hat er kein Risiko, weil er immer einen gewissen Bestand von seinen Metallen hat.
Also ein Totalverlust oder ein Risiko in dem Sinn hat er nicht. Was er hat, ist einfach ein Wert von diesen Metallen, wo er schwanken kann. Klar, also er hat im Prinzip im Gehör zum Beispiel Gold, das hat er, aber es wäre einfach so viel Wert halt, wie es gerade gehandelt wird. Ja, ganz genau. In der Welt. Okay. Im Moment ja nicht schlechter Goldwert. Absolut, das ist ja so. Warum, sagt ihr jetzt, funktioniert das so gut gegenüber, sag ich jetzt mal, einer klassischen dritten Lebensversicherung, 3a, bei einer Versicherung? Weil der Kunde einfach den Inflationsschutz hat. Im Moment ein ganz, ganz heißes Thema, Inflation, Negativzinsen, Garantien, wo der Kunde Geld kostet, wo der Kunde muss zahlen. Und da gehen wir eben davon weg und sagen, der Kunde muss in Sachwert, eben Edelmetall, Immobilie, in die Geschichte, wo er einmal nicht die Gefahr hat von der Inflation, sondern von der Wertsteigerung eher grundsätzlich einmal. Ja. Und nicht so wichtig ist, was jetzt wirklich an Zins oder an Gewinn rauskommt, weil er erstmal rein nicht die Inflation hat, sondern eine Wertsteigerung von seinen Sachwerten. Klar, okay. Gibt es spezielle Zielgruppe für euer Produkt oder sagen Sie, das ist für alle? Grundsätzlich ist es für alle. Mhm. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, natürlich, wie sind die finanziellen Verhältnisse. Aber wegen dem haben wir den Sparbetrag wirklich ab 25 Euro im Monat gemacht, dass es grundsätzlich jeder mal kann sich das Ganze leisten. Mhm. Wir haben minimale Kosten. Das heißt, es bleibt auch bei 25 Euro im Monat wirklich nur was übrig. Mhm. Es ist nicht so, dass die Kosten dann die 25 Euro im Monat auffressen. Und von dem her können wir sagen, es ist sogar für Leute, die in der Ausbildung sind, die jung wollen starten, sehr zu empfehlen. Wie aber auch für die ganze Zielgruppe 50+, mhm, wo ja heute ein riesen Problem hat, dass sie Gelder irgendwann von der Lebensversicherung oder sich angespart haben und nicht wissen, was sie heute sollen mit dem Geld machen, dass wir auch dort eigentlich können mit unserem Produkt voll einsteigen und die Kunden eine super Sparmöglichkeit haben. Okay, super, toll. Also wie gesagt, es gibt eine Alternative, die absolut Sinn macht. Man muss manchmal ein bisschen den unkonventionellen Weg gehen und mal eine neue Sache ausprobieren. Und da haben wir absolut eine Option mit dem Edelmetall Girokonto. Kennen wir vielleicht nicht so ganz als Schweizer, aber funktioniert also absolut und ist empfehlenswert. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was noch speziell muss erwähnt werden? Oder? Nein, das ist so alles. Es ist einfach wichtig, dass man weiß, ohne diese ganzen Metalle würde modernes Leben nicht stattfinden. Absolut. Also wir brauchen die Metalle wirklich für die ganze Handytechnologie, für die ganze Gewinnung von erneuerbaren Energien, die ganze Schlüsseltechnologie, iPads, Computer. Überall ist Gold, Silber drin, überall braucht es Metalle mit dem Namen Gallium, Indium, wo jetzt Fremdwörter für uns sind, aber wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, notwendig sind. Und die seltenen Metalle oder auch die Industriemetalle sind halt rar. Mhm. Die werden nicht massenhaft produziert oder gewonnen aus der Erde. Und das ist aber auch das, was es interessant macht für ein Investment. Cool, super. Ja, dann danke vielmals für Rede und Antwort da. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte liken, teilen, kommentieren, feedbacken. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wo wirklich brandheiß ist, ihr könnt mit uns in Kontakt treten. Wir würden euch da sehr gerne informieren. Und zu guter Letzt, ihr kennt es, sind easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen.